Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, wie man folgende Bestrebung abschließt, und zwar verwerte 10 Gegenstände an einem Schneidertisch. Verwertet Schneidereierzeugnisse, um diese Bestrebung abzuschließen. Schneidertische findet ihr in den meisten größeren Siedlungen. Was müsst ihr dazu machen? Also ihr könnt eben, wie gesagt, in größeren Orten hinreisen, dort einen Schneidertisch aufsuchen. Die gibt es eigentlich fast überall in Deschan, Gramfeste, zum Beispiel hier, dort steht Schneidertisch. Dann in Dunkelforst könnt ihr zum Beispiel auch hingehen, in Wardenfell, also es hat fast überall Schneidertische. Ich zeige es trotzdem ganz schnell für die, wo neu sind im Spiel, damit die auch wissen, wohin. Also hier hat das zum Beispiel einer auch. Oder hier jetzt im neueren Gebiet, in Hochinsel, hier hat es zum Beispiel auch einen. Ihr könnt natürlich auch eure in eurem Zuhause benutzen oder die eines Freundes oder Bekannten oder Gildenmitglied oder so. Die dürft ihr auch benutzen. Was gehört zu Schneidermaterial? Also die leichte Rüstung gehört zu Schneidermaterial. Oder die mittlere Rüstung, also zum Beispiel Ledersachen auch. Ich kann es euch gerade hier mal zeigen. Das ist mein Häuschen hier. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nichts habt. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel alles, wo leichte Kleider ist, ist da Schneidersachen oder mittlere Sachen sind auch Schneidersachen, also mit Leder und so. Oder? Jetzt einen kleinen Tipp, falls ihr jetzt gerade nichts habt, wo ihr verwerten könnt, könnt ihr auch selber etwas herstellen, also wenn es schnell gehen muss. Ich bräuchte jetzt zum Beispiel noch 5 Sachen. Ich mache jetzt zum Beispiel 5 Hemden, nehme das billigste Material, nehme vom Stiel, wo ich am meisten habe, 1300 Stück, stelle das schnell her. Und dann müsst ihr hier auf dieses Symbol gehen, verwerten. Dann wählt ihr einfach alle 5 aus. Ausgewähltes Verwerten, seid ihr sicher? Ja. Und schon habt ihr die Bestrebung abgeschlossen. Also ich muss sagen, das ist eine Bestrebung, wo sehr schnell und einfach zu erledigen ist. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, für die, die das noch nie gemacht haben. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg im ESO. Alles Gute und Liebe, bis in einem anderen Video. Bye, bye.